Hallo und herzlich willkommen zu Halbzeitgedanken. Mein heutiger Gast zählt zu den, na sagen wir mal, ca. 100.000 besonderen Menschen in Deutschland, welche als kleinwüchsig bezeichnet werden. Was er bis jetzt an positiven, aber auch negativen Begegnungen erlebt hat und wie er damit umgeht, das hört ihr in der heutigen Folge von Halbzeitgedanken. Und ich freue mich sehr, dass er da ist. Hallo Peter. Hallo Frank. Wie geht's dir? Alles gut? Passt schon. Passt schon. Fast schon ist das höchste Lob eines Franken in Franken heißt, nichts gesagt ist gelobt genug. Oh, sehr schön. Dann können wir eigentlich schon aufhören. Nein, ist alles super. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und wir haben heute doch ein sehr spezielles Thema, nämlich es geht um die Kleinwüchsigkeit. Und du bist von Geburt aus kleinwüchsig. Jo. Und ab wann zählt man für die, die es gar nicht wissen, zu den Kleinwüchsigen? Unter 1,50. Unter 1,50? Ist in Deutschland kleinwüchsig. Wobei ich sage, ich unter 1,50. Wenn die 1,48 sind, dann ziemlich normal für mich. Aber es gibt auch da nochmal Abstufungen, was die Kleinwüchsigkeit angeht, ne? Ja. Also extremer Kleinwuchs gibt es auch noch, habe ich gelesen. Das weiß jetzt ich wieder nicht. Okay. Also ich bin vor den Kleinwüchsigen einer der Großen. Einer der Großen. Du bist jetzt genau wie groß? 1,38. Du bist geboren in Feucht, in Nürnberg? Bei Nürnberg. Bei Nürnberg. Und du bist auch aufgewachsen? Jo. Ganze Kindheit. Die letzten 50 Jahre oder fast die letzten 50 Jahre. Wie alt bist du jetzt? 62. Bist du das einzige Kind, was kleinwüchsig gewesen ist in der Familie? Ja, in der Familie, ja. Wie groß war oder wie groß ist eure Familie? Also ich habe noch einen Bruder. Meine Eltern, die sind alle groß. Meine Mutter, 1,80, die lebt noch. Die wird heuer 91. Mein Bruder, der ist 1,90 und mein Vater war 1,85. Okay. Wann hat man festgestellt, dass du kleinwüchsig bist? Ah, ich sage mal, wann genau, weiß ich nicht, aber so mit 4 Jahren war ich mal in Erlangen, 8 Tage oder 14 Tage. Und das war also schlimm, weil die haben damals vom Kleinwuchs noch keine Ahnung gehabt. Die haben nur festgestellt, dass das nicht hormonbedingt ist, weil da hätte man ja was Hormone geben können, dass das normal ist. Ein Sitzriese hat man damals gesagt. Und da habe ich schlechte Erinnerungen. Es ist aber, soweit ich mich belesen habe, es ist ein Gendefekt, richtig? Ja. Okay, man weiß aber nicht, woher der kommt. Nee, das kann jetzt, wenn ich irgendwelche Kinder, leibliche Kinder hätte, sah, oder auch meine Frau sage, jetzt der kleinwüchsig, wäre 50-50 Chance, dass der normal wird. Also das heißt, wenn deine Frau, du als Kleinwüchsiger und deine Frau als Kleinwüchsiger ein Kind kriegen, kann es passieren, dass es normale Größe ist? Ohne weiteres. Du bist dann ganz normal in die Schule gegangen, also ganz normale Kindergarten, ganz, wie auch immer. Kindergarten ganz normal, war ich ganz nicht. Normal in die Schule gegangen. Bei der Mama zu Hause und im Wald rumtrieben. Wie man das früher gemacht hat. Nicht das früher war nicht so Kindergarten. Das ist, heute ist das ein bisschen heute, anders. Heute werden es abgegeben. Heute werden sie abgegeben, genau. Oder mit dem Handy in die Ecke gesetzt, ja. Gut, das ist nun mal der Preis, den wir zahlen in der heutigen Zeit. Was hast du gute Erinnerungen an deine Kindheit? Kindheit, ja. Doch einmal in der Schulzeit habe ich dann auch ein wenig Probleme gehabt. In den ersten zwei Klassen, sagen wir mal. Aber dann bin ich, wie gesagt, bin vor euch zu den Ringen gegangen und ab der 4. Klasse. Habe ich mir nicht einmal vor den 9. Klasse mehr was sagen lassen. Du bist Ringer gewesen? Ja. Mit wie vielen Jahren hast du angefangen? 10. Nein, mit acht. Wir haben 8 bis 18. Okay, also ich gehe jetzt mal von mir aus. Ich habe auch lange Kampfsport gemacht und ich weiß, dass es schon ein bisschen schwierig ist, seinem Gegenüber zu treten, wenn man die gleiche Größe hat. Aber wenn man jetzt so wie du kleinwüchsig ist und jemanden hat, der größer ist, stelle ich mir das schon schwierig vor beim Ringen. Nee, ist kein Problem. An die Beine packt und ausgehebelt. Okay, kann man machen. Das heißt, du hast dich dann nach dieser Ringerzeit oder als du mit Ring angefangen hast, schon körperlich durchgesetzt, ja, in der Schule. Immer? Zu 90%. Also das war das Einzige. Ich habe auch Probleme gehabt, ab und zu die Lehrer gemusst und so. Aber so. Haben sie alle Respekt dann gehabt. Was waren denn die hauptsächlichsten Probleme in der Schule? Ja, die hauptsächlichen Probleme, die Kinder waren halt also am Anfang frech und du kleiner und was willst du und so weiter. Und dann, wie gesagt, in der 3., 4. Klasse habe ich einen Lehrer gehabt, der war 75 damals.
ist immer mit so einem grauen Arbeitsmantel rumgelaufen. Hab also in die ersten beiden Klassen lauter Einser gehabt, ein Zweier oder so. Bei dem ist das dann, das bin ich nicht anerkannt worden. Ja. Das ist eh ein Grippe so auf die Tour. Und das die das Lehrer, haben das die Lehrer gesagt? Oder der die, Lehrer. Der Lehrer, okay. Und das ist natürlich die Noten auch schlechter geworden. Und dann hat es zwar noch gepasst mit den Noten. Meine Mutter hat dann auch gefragt, von wegen Gymnasium, weil das ist ja in der vierten Klasse der Übertritt. Dann sagte er zu meiner Mutter, was will so einer wie der im Gymnasium? Also geht normal überhaupt. Hast du Rückendeckung gehabt? Nee. Gar keine. Meine Eltern haben sich das sagen lassen und das. Aber wie kommt man damit klar, als Kind, als Jugendlicher, wenn man so eine Meinung von dem Lehrer bekommt, beziehungsweise von anderen? Ja, ich sage immer, das ist von meinen Eltern her, war das immer schlecht. Von meinem Vater, der war in der Arbeit, da hast du spulen müssen. Meine Mutter, die hat bloß immer Dinge und der war das mehr oder weniger, aber das ist egal. Die hat das so hingenommen, die hat da und ich bin so erzogen worden, dass ich praktisch immer schön leise im Hintergrund und weil das ist genau anders. War das damals so? Warst du leise im Hintergrund oder hast du dich zur Wehr gesetzt? Nee, ich habe mich schon immer zur Wehr gesetzt und das war dann auch, ja, Schwierigkeiten mit den Eltern bekommen, aber irgendwas musste machen. Na klar. Also kann man sagen, du bist ein Kämpfer, was das angeht. Auf jeden Fall. Cool, das finde ich gut. Hast du, wenn du das jetzt mal auf heute runterbrichst, Kontakt zu Kleinwüchsigen gehabt? Damals nicht. Nie? Jetzt ja. Aber damals überhaupt nicht, weil damals war das auch noch mit den Vereinen und Vereinigungen. Das hat erst 74 oder so oder in der Richtung. Das heißt, du hast nie den Drang gespürt? Ja, den Drang habe ich schon. Ich habe danach sogar mal, weißt du, wie gesagt, ich bin ja mit den Jungs, also bin alle mit allen klargekommen. Freunde habe ich immer gehabt, auch Freunde, wo du dich auch drauf verlassen kannst. Aber wie gesagt, mit den Mädchen, wie es dann ist, Alter, mit den Mädchen angegangen ist, Problem. Ich habe jetzt mal mit den Mädchen auch sehr gut verstanden. Aber meistens waren die Eltern dagegen und die Eltern haben dann die Mädchen unter Druck gesetzt. Wegen, was kannst du mit so einem? Ah, das ist schon doof, ne? Ja. Verändert einen das sehr? Ja, war halt immer der Drang mit Mädchen zu weiblichen Geschlecht. Okay. Aber du hast dann, aber du hast doch dann sicherlich welche kennengelernt. Ja, also meine erste Liebe, das war mit 18, dann mit 20, dann jahrelang nichts. Ja, zwischendurch habe ich mal eine Kleinwüchsige gehabt. Okay. Die war aus Eisdorf und das war ein reiches Töchterchen und die hat sich also vergrößern lassen. Okay. Und es ist eine Tortur und heute sitzt im Rollstuhl. Die hat sich vergrößern lassen. Wenn die Knochen getrennt, dann kommen also die, wie heißen die Dinger da rein und dann wird das jeden noch einen Millimeter weiter dreht. Oha. Kannst bis zu 25 Zentimeter rausholen, aber ist, kannst nur ein Bein nach dem anderen machen. Damals war es jedenfalls so. Und dann bist du jeweils ein halbes Jahr mindestens aus. Ja. Ja, dann die Arme auch noch machen lassen, weil die haben das Geld gehabt. Sollte ja keiner. Ja, das stelle ich mir schon schön. Habe ich mir auch überlegt. Also, wollte auch dann ein gewisser sein, weil du weißt, im Beruf bin auch da, du hast eigentlich immer bloß was als klein und dumm. Weil die denken, wenn du klein bist, bist du sofort dumm auch oder so auf die Richtung. Aber das ist heute ja nicht mehr so. Heute weiß man mittlerweile. Ist immer noch so? Viele. Okay. Du kannst nicht das machen, was du möchtest. Ich setze mir dann zwar durch. Was ist denn das, fangen wir mal andersrum an, was ist denn das, der positive Aspekt, dass du kleinwüchsig bist? Kenn ich eigentlich nicht. Gibt's keinen? Gibt's keinen, wo du sagst, ich bin jetzt gegenüber von einem 2-Meter-Mann, bin ich da und da bevorteilt? Oh, mal so jetzt mit den Klamotten, ich kann's abschneiden und dran nähen, ist doof, aber ansonsten. Hat mehr Vorteile wie ich auf jeden Fall. Hm. Also es hat das der Kleinwuchs mehr Nachteile als Vorteile. Ja. Du hast 10 Jahre
gerungen Ja. und hast das Geräusch jetzt, was du gerade hörst, nicht stören lassen. Das ist meine Katze, die gerade den Teppich locht. Du hast 10 Jahre als Ringer den Ringsport betrieben Ja. und hast du dich da anders gefühlt, als du diesen Sport gemacht hast? Weil ja, weil da war ich anziehend, da war ich, also wurde ich als ganz normal, wurde weder benachteiligt noch bevorzugt und das war gut. Also da gab es schon eine Gleichstellung zwischen ja, Groß ja, und Klein. Ja. Ja. Du hast dir, hat sich das dann nur in der Schule bezahlt gemacht, dass du gerungen hast, oder hat sich das dann auch später im Leben ausgezahlt? Auch später im Leben, wenn du mal irgendwelche Schwierigkeiten gehabt hast, ich habe das dann wirklich. Ja, also du hast. Also mir war im Endeffekt keiner zu groß. Du stellst dich schon den ja, Leuten. Ja, mache ich heute noch. Ja. Und wenn es sein muss, auch ein bisschen härtere Gang hat. Ja. Ja. Das ist ja nicht das Schlechteste. Dann hast du. Bist du, in was für eine Schule bist du gegangen? Ja, erst einmal Volksschule und dann mittlere Reife. Damals hat es Realschule geheißen. Ja, ja. Und dann warst du durch mit der Schule. Und dann? Ja, dann wollte ich eine Lehre beginnen. Also ich wollte eigentlich nie in meinem Leben ins Büro. Zeugnis gehabt mit 1,5 Durchschnitt. Oh, gut, ein gutes Zeugnis. Aber ich hatte keine Nummer und das hat sich keiner sagen da. Mein Bruder, der war als Fernmelder gelernt, habe ich mich dann auch beworben, wurde zum Einstellungstest. Test habe ich gut gemacht und das, im Endeffekt hat mir hinterher der Meister seine Brotzeit gegeben, sagte, damit du noch ein bisschen erwachsen kannst. Und die meisten trauen sich nicht sagen, wieso und warum. Die drücken dann rum, leider schon besetzt, weil wir melden uns, melden tut sich keine. Dann bin ich gezwungenermaßen ins Büro, habe ich auf der Gemeinde in der Verwaltung gelernt. Mein Vater jemanden gekannt hat, der war im Gemeinderat, der hat bei ihm gearbeitet. Und jetzt Büro gemacht, das stimmt mal 5 Jahre. Macht einen das nicht wahnsinnig wütend? Ja. Ich habe für immer technisch oder was, ich habe dann nebenbei immer Auto repariert, Auto lackiert. Eigentlich alles. Was wäre denn dein Traumberuf gewesen? Wenn ich heute jetzt wieder machen würde, wäre ich Hufschmied oder Kunstschmied oder sowas. Also richtig was, körperliche harte Arbeit. Mit der Hand was machen kann. Ja. Machst du denn vieles selber zu Hause? Alles. Alles. Ich habe jetzt doch in Franken, wo ich ein Haus gemacht, also ein altes Haus gekauft, war ich auf 54. Komplett umgebaut, neue Elektrik angebaut. Nachträglich unterkellert, Heizung eingebaut, wie alles alleine gemacht oder selbst alleine. So wie man gehabt, wo man ab und zu geholfen hat. Außer Dachstuhl und Fenster. Aber das, ich stelle mir das total schwierig vor. Du bist, was weiß ich, was ist eine normale Deckenhöhe? 2,30, 2,50? Das gibt mir leider. Ja, aber das ist doch eine Riesenquälerei, oder nicht? Nö, also damals ist es in einigermaßen gegangen vom Rücken her. Also. Und das Problem war ja damals auch noch, heute haben sie, was weiß ich nicht, 25 Kilo Zementsäck größten. Und damals waren es Zentnersäck. Ja. Ich habe ja auch einen ersten Stück Auftrag. Aber das ist nicht das Problem. Ja. Ja, das ist schon eine echte Hausnummer. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, selbst so normale Geschichten wie Tapete an die Wand machen oder normale Nagel. Nee, das mache ich nicht. Tapete machen. Tapete mache ich nicht. Tapete mache ich gar nicht. Da biegen die Finger und okay. Okay, sag mal, Nagel in die Wand schlagen oder wie auch immer, selbst eine Steckdose in der normalen Höhe. Das ist schon, das ist dann schon keine Herausforderung für dich? Nein. Alles. Zäher Bursche. Respekt. Dann hast du als Verwaltungsfachangestellter im kommunalen Dienst gearbeitet. Ja. 5 Jahre lang. Das weiß ich, weil wir uns vorher schon kurz unterhalten haben. Dann waren die 5 Jahre vorbei. Ja, dann haben wir halt da hat einer gekommen, der ist mit dem ist der geschäftsleitende Beamte mit seiner Schwester, hat er was Techtelmechtel gehabt oder so. Den haben sie mir vor der Nase gesetzt und der ist frisch vom Bundeswehr gekommen, war Zeitzeit dort. Und der wäre dann praktisch nichts gewusst und wäre dann mal vorgesetzt worden und irgendwann ist mir das doof. Dann hast du aufgehört. Ja. Ja. Und dann hast du da gestanden oder was? Nee, ich habe immer Arbeit gehabt. Und dann habe ich erst einmal wegen mir die Autos gemacht. Dann habe ich bei den amerikanischen,
Zivilpersonal bei den Amis gearbeitet als Koch, war ein Kumpel von mir. Der war Koch im BA-Hotel, das ist in Nürnberg neben dem Grand-Hotel, da haben die praktisch Offiziere und so gewohnt. Und ich war dann in der Merrill Barracks, hat es den geheißen, war im Offizierscasino als Koch. Die LKW gefahren, also Autoteile nachts ausgefahren. Also du hast schon eine ganze Menge gemacht. Wie, du hast gerade gesagt, du bist LKW gefahren. Du bist jetzt 1,38. Wie fährt man da LKW? Bei mir sind nur Arme und Beine zu kurz. Oberkörper normal. Okay. Also du hast vom LKW, vom Sitz die Luft raus, hast wenig Federung. Aber da kannst du auch nichts mehr sehen. Jo, ich bin ja groß. Im Sitzen bin ich ja groß. Stimmt, im Sitzen bist du genauso groß wie ich. Ja, das stimmt. Und geht. Okay. Damals war es ja mit dem PKW war schlimmer. Aber mit LKW hast du damals schon Sitz und Lenkrad einstellen können. Das mit PKW nicht konntest. Also du hast keinerlei Spezialumbauten, die. Jetzt ja. Jetzt am Bauch, aber dann komme ich nicht mehr vor. Naja, früher, gut. Früher habe ich gesagt, ich kann mir erst einen Bauch leisten, wenn man schon viel leisten kann. Naja, Bauch ist schon übertrieben, aber. Ihr seht ihn ja nicht, aber vor mir sitzt schon ein kerniger Typ, also kann man schon so sagen. Gut, du hast also quasi dann LKW gefahren, du hast im Grunde genommen all die Berufe gemacht, die jemand in Anführungsstrichen Normales auch macht. Ja. Dann hast du irgendwann, hast du den Wunsch gehabt, eine Familie zu gründen? Ja, auf jeden Fall. Und dann habe ich, wie gesagt, mit 30 habe ich das erste Mal geheiratet. Eine normal große Frau oder eine? Normal groß, die war jetzt nicht groß, die wurde 1,58, glaube ich. Naja, aber immerhin größer ist, ja. Etwas größer. Die habe ich damals auch, weil ich einen Song da dachte, dass ich keine mehr bekomme oder so. Die waren 9 Jahre älter wie ich. Wie ist das denn, wenn du jetzt, wie datet man als Kleinwüchsiger eine normal große Frau? Ja, heute und damals war es ganz normal, ich weiß. Mein Kumpel ist in Halle gefahren, der war bei der Halle vorher dabei. Und der hat mit ihr Schluss gemacht und ich hab's mal eingefangen. Klingt so wie, ich hab eine Erkältung. Die hat einen Bastelladen gehabt und ich hab damals verbaren. Gearbeitet, der hat einen Transporter gehabt, der hat den Bastelladen zugemacht, ich habe den Laden ausgeräumt und sie mitgenommen. Okay. Und das ging? Das ging. Ging 25 Jahre fast. So lange? Gut oder schlecht, oder wie ist das jetzt? Okay. Ist das eine Überwindung? Für was? Ne, wie jemanden anzusprechen, der zwei Köpfe größer ist? Nee. Zwei Köpfe größer? Nein, nee. Für dich nicht. Nee. Für dich ist völlig scheißegal. Okay. Gibt es auch Frauen, die hast du auch Frauen kennengelernt, die sagen, boah, ich stehe total auf Kleinwüchsige? Für mich ist das ein Kick, oder? Das ist ein Kick, ne? Wenn du deine Kinder kennengelernt hast, die waren halt neugierig, ob alles klein ist. Ist das so? Nee. Nein. Ist ganz normal. Okay. Aber es bringt schon Probleme mit sich, ne? Wenn man als Kleinwüchsiger eine doch größere Frau hat. Nee. Nicht. Nee. Du kannst nicht alles machen, wie es. Ja. Probleme können das. Ist nur eine Frage. Wenn das funktioniert, ist das kein Problem. Meistens funktioniert es nicht so. Okay. Ja, die müssen sie ja dann, entweder die muss ja dann auch zu dir stehen und die muss ja einiges anhören. Ich war damals auch der Vater, der hat dasselbe Problem gehabt. Also das kannst du mit so einem gehen. Ich möchte gar nicht mehr leben und lauter so. Aber du bist ja kein anderer Mensch, nur weil du kleiner bist. Eines, aber ich sage immer die ältere Generation, die von Übergebliebenen. Ist klar, ja. Ja gut, das alte Anschauung von früher, ne? Aber heute ist das nicht mehr so, ne? Ja. Ich sage es halt nicht mehr, aber du merkst das auch, dass also Liebe an. Okay. Dann wart ihr 25 Jahre verheiratet? Ach, fast. 25 Jahre bin ich geflüchtet. Du bist geflüchtet? Das müssen wir gleich nochmal ganz klar auseinandernehmen. Ist aus dieser Ehe eine Kinder hervorgegangen? Nein. Nein. Weil es sucht, ja. Künstliche Befruchtung und so. Ja.
Ja, manchmal ist das so. Das ist. Er hat nicht sollen sein. Ja. Geflüchtet? Ja. Was heißt geflüchtet? Was ist passiert? Ja, ich, wie gesagt, ich war ab 15 Jahre in der Druckerei 3 Schichten gearbeitet, war also selten zu Hause, sagen wir mal so. Irgendwann komme ich nach Hause, sagt der Nachbar, pass mal auf, wenn du nachts fort gehst, und der andere. Oh. Wenn das einmal irgendwann so weit ist, du versuchst es zwar, es geht aus dem Kopf. Irgendwann ist ja die Zeit mit dem Internet gekommen. Wenn wir weltweit agieren, jetzt meine jetzige Frau kennengelernt und dann bin ich geflüchtet nach Norddeutschland. Weil ich Norddeutschland kenne, weil meine ganze Verwandtschaft aus Ostfriesland ist. Das heißt, du bist damals, also dich hat quasi das eins der Schicksale ereilt, was viele ereilt, wenn man viel unterwegs ist und nicht zu Hause sein kann. Das heißt, du bist dann nach Norddeutschland gegangen, der Liebe wegen. Jo. Und wie hast du deine jetzige Frau kennengelernt? Die ist auch kleinwüchsig. Ja. Wie hast du die kennengelernt? Internet. Was heißt, sie hat mich kennengelernt. Ich war schon immer auf der Suche, verschiedenen Foren und so. Und die hat irgendwann einmal, sie hat auch, ihr Mann ist, oder ihr Lebensgefährte ist gestorben. Und irgendwann hat sie halt mal nach einem anderen umgeschaut und hat sie ihre ganzen Facebook-Freundinnen oder was, oder umgeschaut, was die Freundschaft hat. Okay. Aber es gibt ja eine verhältnismäßig große Community von Kleinwüchsigen. Es gibt ja auch Clubs, es gibt ja auch immer. Jetzt, ja. Damals gab es das noch nicht. Nee. Okay. Also damals, wie meine Frau kennengelernt hat, weil die ist auch seit 6 war, glaube ich, seitdem sie im Verein drin. Hat man nie irgendwie die Möglichkeit gehabt, andere Kleinwüchsige kennenzulernen? Dass man mal losgeht und sagt, ach komm, jetzt suche ich mal jemanden für einen Freundeskreis oder für irgendwelche Hobbys oder wie auch immer? Da hat es in Bayerischen Rundfunk eine Sendung gegeben, da haben sie gedacht, ich habe meinen Vater immer gehört. Bekanntschaften habe ich dann auch einmal, dass ich eben bloß groß bin, haben sie auch. Die eine, die wir, wo sie waren, aber wo ich mich auch getroffen habe, war so mal breiter wie hoch. Ja, das soll passieren. Das ist jetzt. Das war okay. Jetzt nicht so meins. Okay. Was ist denn das Kurioseste, was dir in Bezug auf die Partnersuche passiert ist, untergekommen? Also sagst du, was ganz abgefahren ist, keine Ahnung, ich wollte nur mal gucken, wie groß du bist, oder ich wollte nur mal gucken, ob alles bei dir klein ist, oder was weiß ich auch immer, wie auch immer. Ich sag nicht. Wo du sagst so, das war schon echt der Hammer. Das war, ich war ja lange ohne Frau, ohne, da bin ich natürlich auch in so verschiedenen Etablissements. Genau, das wollte ich sagen. Ja, gegangen. Ich weiß, was du meinst. Und die Kleine, geh mal mit mir. Die waren dann schon da. Und das war okay. Ja. Ja. Die waren überrascht. Und das. Okay, und dann ist schon mal, das ist schon mal gut. Also das ist. So war ja das erste Mal in Hamburg, wie ich dann gesagt habe. War ja schon 83 mal 2 Jahre. Du bist dann nach Norddeutschland gekommen? Ja. Nach Niedersachsen? Ja. Und hast da deine jetzige Frau kennengelernt? Ja. Ihr seid dann zusammengezogen? Ja. Und habt dann ein Haus gebaut? Nee. Das war schon. Nur eingezogen. Okay. Aber dann eine Familie gegründet? Ja, die Tochter war schon da, wenn man mal dann irgendwann geheiratet. Okay. Die Tochter sei das erste Mal, sagt die Papa zu mir. Also passt. Und die Tochter ist aber auch kleinwüchsig? Auch kleinwüchsig. Ja. Ich bin der Größte. Von euch dreien. Okay. Hat deine Frau, deine jetzige Frau, die gleichen Probleme wie du? Und geht die auch so durchs Leben wie du? Weil so, wie ich dich jetzt so kennenlerne, ja, das ist zwar Kleinwuchs, aber ist drauf auf Deutsch gesagt, ne? Ja, meine Frau ist auch so, die setzt sich auch durch. Also nicht so mit den Mitteln wie ich, aber die weiß auch, was sie will, sag ich mal. Und kann das auch geben. Ja, aber das ist ja gut. Ja. Also es stärkt einen ja auch selber, ne? Wenn man eine Frau hat, die dann eben mal dahinter steht und sagt, hör mal zu. Und deine Tochter, wie geht die damit um?
Ja, die weiß es noch nicht so richtig. Die macht schon auch, aber die ist jetzt wieder so, ja, lieber einen Großen. Wie alt ist sie? Okay. Hat sie einen großen Freund? Aber hatte sie schon. Und das ging. Cool. Ja, das ist schwierig zu. Für jemanden, der das eben hat, nicht hat, ist es schon schwierig nachzuvollziehen, ne? Wie das so funktioniert. Und dass es da sicherlich auch unwahrscheinlich viele Probleme gibt. Wie reagieren eigentlich andere Menschen? Also das heißt, du gehst jetzt irgendwo nach Hamburg einkaufen, in die Mönckebergstraße, nehmen wir mal als eine der Einkaufsstraßen in Hamburg. Wie reagieren Menschen auf dich? Wie reagieren Kinder auf dich? Sieht man dich, schaut Also man die dich an? Erwachsenen, das ist lange nicht mehr so, wie es war. Früher hat sich ja jeder umgedreht. Kinder kommt auf die Erziehung an, sag ich mal, das ist auch wesentlich weniger geworden. Früher sind es da eben auch geredet und von wegen Lilliputaner. Weißt du, Aber das ist schon ein übles Schimpfwort, ne? irgendwann gibt es das gewöhnt sich dran, aber irgendwann sagt sein Teil, wie manche, der hat mir dann richtig genervt. Seitdem habe ich gesagt, hey Freund, pass mal auf. Lügen haben kurze Beine. Also nicht so viel lügen, was sonst bist du da so groß wie ich. Pädagogisch wertvoll. Ja, der war weg, der war fertig. Ja, das glaube ich. Das kann ich mir gut vorstellen, aber sehr gut gekontert. Hervorragend. Aber ist es so, wirst du angesprochen, wenn du unterwegs bist? Ja, manche, die fragen freundlich und wieso und erkundigen sich, das ist mir eigentlich egal, aber wenn es mir nerven möchte, habe ich das auch nicht mehr so. Früher habe ich dann gleich mal einen Tritt gegeben, sag ich mal. Ja. Wie ist denn das, wenn du einkaufen gehst? Wenn du jetzt zum Beispiel in den Supermarkt gehst oder in einen großen Supermarkt, fragst du Leute, ob sie dir helfen können, wenn du an irgendwas nicht rankommst? Wenn es sein muss, ja. Ja. Wenn es also meistens schaffe ich es, wie jetzt Kühlregal. Stelle mir das untere Regal, dann komme ich auch oben hin. Ja. Aber wenn es gar nicht geht, bleibt mir nichts anderes übrig. Ja, und dann wird dir auch geholfen. Ja, normal, kein Problem. Ja, das sollte heutzutage eigentlich kein Problem mehr sein, weil Leute sollten normalerweise so. Sehe ich das eigentlich aufgeklärter sein, als es früher der Fall war. Wie ist das eigentlich jetzt, wenn du was einkaufen, hast alles erledigt, dann kommst du nach Hause? Wie ist dein Alltag? Wie, wenn du jetzt zum Beispiel zu Hause bist, wie gestaltest du dir deinen ganz normalen Alltag, deine Freizeitgestaltung? Freizeitgestaltung ist mir die Hunde. Du hast wie viele Hunde? 6 Hunde. Sechs Hunde. Und mit den größeren, beziehungsweise Shiba Inu, das sind Schlittenhunde ähnlich. Okay. Die fahre ich mit dem Roller. Die lasse ich mich ziehen. Das heißt, ich muss für die, die es nicht wissen, du hast einen Roller. Ja. Ein ganz normaler Roller. Nee, das ist extra Dock-Scooter, heißt das auf Neudeutsch. Okay, also schon was Ja, mit Spezielleres. Scheibenbremsen und so, weil ich Okay. musste irgendwie zum Stehen kommen, aber. Ja. Dann schnallst du die Hunde von dran und sagst, Hühot. Genau, Und dann geht's los. dann geht's los. Das stelle ich mir cool vor. Mal Dieses. ordentlich Tempo drauf und dann Gut. sehr schön. Dann habe ich noch Wohnmobil, fahren wir auch weg. Haben wir natürlich auch das Wohnmobil gekauft wegen Juni. Mit 6 Hunde braucht es kein Hotel oder so. Das. Bedeutet, du hast ein ganz normales Wohnmobil? Ja. Okay. Wie macht ihr das? Da habe ich jetzt Pedalverlängerung. Zum Fahren, Ja, aber ja. sonst. Und drin? Die Schränke sind ja unter der Decke. Ja, da musst halt auch. Bitte. Das heißt, du baust dir so kleine oder kaufst dir kleine Helferlein, wo du Genau, aufsteigen kannst und dann das passt. lässt du alles ganz genau normal, so wie es Ja, weil eigentlich das ist. Umbau, das ist ganz komisch. Ja. Kostet. Ging vielleicht, aber da müsst ihr es neu selbst zusammenstellen lassen. Das ist dann unbezahlbar. Und jetzt fährst du quasi los mit dem Ja. Wohnmobil auf dem Campingplatz, hältst Ja, da an oder bloß auf einen Stellplatz oder so kommt drauf an. und jetzt steigst du da aus. Ja, Und genau so die ist. Leute und amüsierst dich köstlich über die Gesichter der anderen Leute. Genau. So soll das sein. Das Ich finde das Schönste klasse. war, wie ich noch LKW gefahren bin, da haben sie nicht gemeint, wenn ich ausgestiegen bin. Ja, das glaube ich. Ja, das glaube ich. Der Mund nicht mehr zugegangen. Ja, das glaube ich. Also ich bewundere dich dafür, dass du, wie du damit umgehst. Das ist schon sensationell. Deine Wohnung ist jetzt keine spezielle Wohnung für Kleinwüchse
Oder hast du dir die so zurechtgebaut, dass es ja, passt? Die siehst du anders. Die Toilettenschüsseln sind so tief, wie es geht. Die Küche ist so, wenn man 10, 15 Zentimeter tief ist, praktisch unten der Sockel weg. Mhm. Und, aber so jetzt wie Holztürme, Stühle und so ist. Das heißt, wenn jetzt jemand wie ich mit 2 Metern zu dir kommt, kannst du ihn einmal zu mir hersetzen. Muss er sich in einigen Dingen umstellen? Wir haben ja Gästeklo ganz normal. Ach, das habt ihr so gelassen. Okay. Aber unsere eigene ist halt. Okay. Beneidest du in Anführungsstrichen normal große Menschen? Nicht mehr. Nicht mehr. War das mal der Fall? Früher ja. Wollte ich gerne wie mein Bruder das. Wollte ich gerne. Jetzt. Das heißt, du hast dich im Grunde genommen mit der heutigen Situation und dem Leben abgefunden und angepasst. Arrangiert. Abgefunden. Ist, da differenzierst du ganz ja, klar. Weil arrangiert, ich mache das Beste. Du machst immer das Beste draus. Versuch's. Das ist eine gute Einstellung. Eine Frage ist zum Beispiel, so wie die nächste, wie ernährst du dich? Wie? Na, isst du ganz normal wie jeder andere auch? Ehrlich. Du bist ja nun weitaus kleiner. Du, mach du nix. Egal, rein. Feuerfrei. Geht bei dir die Nahrung geht ja bei dir nicht in die Arme oder in die Beine. Das ist schon richtig, das stimmt schon. Ich habe halt ein paar Fragen gesammelt auch, die ich so im Laufe der Zeit bekommen habe auf meiner Recherche zu diesem Podcast. Und da war unter anderem eine Frage, wie ernährt man sich eigentlich? Ganz normal. Sehr, sehr viel mit dem Grill. Ich grill sehr gerne. Nicht nur im Sommer. Okay. Sommer kann jeder grillen. Okay. Wintergrillen. Ja. Ja, cool. Dann haben wir uns ja im Vorfeld ein bisschen schon unterhalten und haben schon einige Sachen besprochen. Und da hast du mir unter anderem erzählt, du machst jetzt schon einen ganz außergewöhnlichen Job. Ja. Ja, das ist schon schön. Das ist schon was Außergewöhnliches. Schön. Und schön noch dazu. Erklär doch mal unseren Zuhörern, was du da machst. Zum Beispiel bin ich Tourguide in Panic City. Panic City ist eine multimediale Erlebniswelt in für Udo Lindenberg, Hamburg, Wilbudenplatz. Und da führe ich die Leute durch Udoversum, eine 90-minütige geführte Tour. Ja. Weil die meisten, ich habe noch keinen gemacht. Seit der Eröffnung, seit 19. März 18, einen ersten Tag dabei. Und noch keinen gehabt, der sagt, ist nichts. Die sind alle begeistert. Ja. Die ganz harten Udo-Fans, die standen der Mannsbilder, wie man so sehen sagt, in der Laufen am Schluss die Tränen. Ja. Das ist ein Wahnsinnskompliment, oder? Wie bist du dazu gekommen? Die Frau, wie gesagt, Facebook. Ich bin dann gleich hin, wurde gleich geklingelt. Aber nee, da müsste ich schriftlich. Und da bin ich eingeladen worden. Die Geschäftsführerin, meine Chefin ist auch nicht so groß. Dann gleich ein Vorstellungsgespräch, da war Geschäftsführerin und dann noch Teilhaber. Ob ich das mit der Größe bisschen. Nee, ich bin doch auch nicht so groß. Ja. Also und das war davon dann gewonnen gehabt. So. Okay. Das heißt, du führst dann die Leute 90 Minuten lang durch. Das sind verschiedene. Wie gesagt, die geführte Tour in die Veranstaltung. Du kommst rein über Udo sein Leben. Das ist praktisch die Smoker Lodge vom Hotel Atlantik gebaut. Ist nach Gronau, wo Udo geboren und Jugendzeit gelebt hat. Danach gehst du ins Tonstudio, da singst mit Udo. Danach gehst du vom Osten gehst dann in die Likörelle. Udo hat ja die Likörelle erfunden. Was ist das? Malen mit Alkohol, mit Likören. Okay. Also Udo malt mit Likören, der ist in der Kneipe gesessen oder in der Bar. Die Sonnenstrahlen in den Likörflaschen und die bunten Farben haben er dazu animiert zum Malen damit. Und er hat auch weltweit Patent drauf. Es geht. Die Besucher dürfen
an Glastischen mit dem Finger malen. Das ist elektronisch und so, was dann deine Farben eintupfen. Ist wie Fingerfarben, nur die Finger bleiben sauber. Wie war deine erste Begegnung mit Udo Lindenberg? Der Udo ist am ersten Tag gekommen, wo wir praktisch eröffnet haben, kommt her, nimmt du den Arm um mich rum, du arbeitest bei uns. Ja. Das freut mich, wir sind eine bunte Familie. Ja. Besser geht's nicht. Udo ist eine ganze Liebe. Ja. Er ist auch nicht irgendwie, wenn er die unterwegs sieht, macht er nicht auf nicht erkennen. Vor Weiden schreit er schon wieder, wie geht's und alles gut und so weiter. Das ist deine Erfüllung jetzt sozusagen? Ja, seit neuestem bin ich jetzt in einem Schmidt-Theater. Das Schmidt-Theater ist, muss man den Leuten sagen, die es nicht kennen. Auch auf der Liebebahn gibt es Schmidt-Theater, das Tivoli und Schmidtchen. Und Conny Littmann, falls man den kennt, der war mal Präsident vom FC St. Pauli. Und der hat das ganze Zeug. Ist dann zu mir gekommen. Wieder, ich hätte mal eine Frage. Hast du Lust? Ich habe früher in der Jugend schon mal Theater gespielt, in der Schule. Und dann war ich in Nürnberg schon mal im Schauspielhaus. Über Kasimir und Caroline, den Zirkusdirektor. Ich dachte, jetzt in Hamburg habe ich dann Udo-Film noch mitgespielt. Irgendwann war mal die Weihnachtswerbung von Edeka. Die ganze Familie dabei. So. Wenn der Lockdown aufgehoben wird, geht es uns wieder. Ja, das ist nochmal eine knackige Hausnummer, aber das werden wir auch hinkriegen. Das heißt, du bist dann am Schmitz-Tivoli als Schauspieler. Cool. Die Tochter ist dann mein Zweitbesitzer. Du bist als Kleindarsteller unterwegs. Bei den sogenannten Kiezkomparsen. Ja. Und wirkst da in verschiedenen Filmen mit? Werbe. Was halt okay, so irgendwie. Du nimmst da aber dann schon auch so eine Klischee-Rolle ein, ne? Ja, du spielst das Leben im Endeffekt. Ja. Ist das ein Problem? Nee. Das? Nein. Was ist denn das größte Problem für dich überhaupt in der heutigen Zeit? Wenn es um das Thema Kleinwuchs geht. Das Problem ist, dass das für die Normalen oder halt für die Vorgesetzten nicht anerkannt wird. Du musst dich erst einmal beweisen, wenn du den dann jemanden kennst, der kennt dich, dann ist das in Ordnung, dann sind sie teilweise erstaunt, was du alles machst. Denken die immer, klein, ja, den schönen Spruch im Theater. Bin nur klein, nicht dumm. Mhm. Na ja, klar. Ja, das wird damit in Verbindung gebracht, ne? Obwohl das völliger Quatsch ist. Und musst du da sehr kämpfen? Nicht mehr. Nicht mehr. Du sagst, so und so ist es. Und so ja, und so. Weil das ist jetzt Berufsleben im Endeffekt. Ist so, ich bekomme Rente. Mache ich halt das. Spaß macht. Muss mir mühen. Aber du machst schon das, was dir Spaß macht. Jo. Und das, was nicht, was du keinen Spaß machst, lässt du einfach sein. Mach ich nicht. Ja, finde ich gut. Gute Einstellung. Hast du noch andere Kleinwüchsige in deinem Freundeskreis? Außer ja, deine Frau und. Ja, weil die Frau, die ist ja im Verein da. Da kenne ich noch welche. Macht ihr viel zusammen? Nee. Die sind noch älter wie ich, die sind schon. An die 70 teilweise und da hat nicht mehr so viel. Und jetzt ja sowieso nicht. Und meistens machen wir es. Nee, oder wir uns mit ganzen. Also dein Freundeskreis besteht schon zum großen Teil aus normalen. Ja. Also in Anführungsstrichen normalen. Ja, also körperlich normal. Also wenn das Poltern nicht, das ist die Katze nicht wundern. Machst du noch Sport? Nee. Nichts mehr. Also vom Ring ist nichts übrig geblieben. Aber du zehrst davon noch. Ja, ich habe dann mehr gearbeitet. Also, die Arbeit war mein Sport. Damals wie Haus gebaut oder sowieso. Das ist nicht so ein Mod, aber vom Ring her geht es mir nicht mehr ganz so gut. Also ja. Langsam.
Ja klar, langsam, auf alle Fälle. Eine Frage war unter anderem, was würdest du machen, wenn du einen Tag lang groß wärst? Würdest du was anderes machen? Zu welcher Zeit? Ja, wenn, also jetzt, wenn du jetzt einen Tag lang, sagen wir mal, 2 Meter groß wärst. Ja, ist schon klar. Wenn jetzt. Früher vielleicht, ja. Jetzt. Es hat ja viele Filme gegeben, in denen Kleinwüchsige mitgespielt haben. Game of Thrones zum Beispiel. Ja, werde ich auch mit verwechselt. Das wäre eine Frage gewesen. Hat das irgendwelche. Hat das den Grad des Kleinwuchses verändert? Das heißt, die Anerkennung, beziehungsweise hat man sich mehr damit auseinandergesetzt, seitdem Kleinwüchsige in solchen doch großen Filmen eingesetzt werden? Ja, ich sage mal, bei den Jugendlichen oder wer sich das ansieht, die sehen das anders mit anderen Augen. Das ist halt, wird halt sowieso ein wenig mit anderen Augen. Wie gesagt, muss ich Fotos wie Fotos stehen und so aussehen. Aber mach ich ja. Hast du Wünsche? Jetzt noch. Ja, jetzt noch. Gesund bleiben. Ja. Gesund bleiben und eigentlich das Beste. Also ist gesund bleiben, dass das übrigens so weitergeht. So wie es jetzt läuft, geht's. Du bist du zufrieden? Bin ich gut. Katze. Entschuldigung, aber die Katze habe ich vergessen auszusperren, die macht jetzt die Radau. Was gibst du anderen Kleinwüchsigen mit auf den Weg? Nicht in ein Klischee zwingen lassen. Das machen, was man macht. Oder zumindest so machen. Um jeden Preis. Was ist, wenn es nicht richtig funktioniert? Um so hier versuchen. Hat es denn in deinem Leben Momente gegeben, wo du gesagt hast, jetzt ist Schluss? Ich habe da keinen Bock mehr drauf. So wie mit der ersten. Weiß ich. Liebeskummer. Aber du hast immer den Weg gefunden, zu sagen, nee, das ist es nicht wert. Ich will nicht mehr, du. Naja, klar, das ist die Endkonsequenz. Aber es geht ja darum, dass es sicherlich, wir doch eine Menge Leute hören ja doch meinen Podcast und es geht ja nun doch darum, dass jemand auch mal Kraft schöpfen kann daraus. Und wenn nur ein einziger dabei ist, der sagt, ach guck mal, der Peter mit seinen 1,38 hat es nicht einfach sicherlich gehabt in seinem Leben, hat trotzdem was draus gemacht. Und dann, wenn er das kann, kann ich das auch. Das ist ja schon mal eine Aussage. Wenn nur einer dabei ist, der das macht, ist es natürlich super. Nicht unterklingen lassen. Leben geht weiter. Und was sagst du an die normal großen Menschen? Nicht auf Äußere schauen, auf Innere schauen. Wir haben dasselbe Herz. Eigentlich alles dasselbe. Das Einzige, die Arme und Beine sind. Wir können auch dasselbe. Ja, klar. Also die weg von Äußerlichkeiten. Ja. Ein bisschen genauer. Es ist ja heuer sowieso, also heutzutage eh schon besser geworden. Sowieso besser geworden. Weil früher hast du ja schon geschaut, wenn du einen dunkelhäutigen gesehen hast, das war was anderes. Das ist alles normal. Ja, durch das ist der Vorteil durchs Internet. Ja. Na, weil die Leute natürlich aufgeklärter sind. Es gibt ja auch viele Kleinwüchsige, die im Internet zum Beispiel mit ihrer Größe kokettieren. Na, die sich dann Spaß draus machen. Und das ist, die stehen eben halt dazu und klar, logischerweise, und kokettieren dann eben damit und sagen, ja, so und so sieht's aus. Also man sollte sich schon nicht unterkriegen lassen, auf keinen Fall. Hast du deine Tochter mit dir noch zu Hause? Ja. Ja. Vertraut sie sich dir an oder sagt sie, ja, in jeder Form? Also kommt zu mir eher, als wenn es zu ihrer Mutter geht. Okay. Doch mehr beim Papa als bei der Mama. Ja, weil ich sehe das wieder ein wenig lockerer. Ich gebe ihr ein wenig Tipps und sowas. Bisschen entspannter als, ja. Und sie kommt aber damit klar.
wenn es irgendeinen Scheiß gebaut kommt. Ja, na gut, dafür sind alle dann ja auch da. Also das ist ganz klar. Entscheidest du nach dem Bauch? Ja. Du bist ein reiner Bauchmensch. Ja. Nie Kopf, immer Bauch. Doch immer mehr Bauch. Bauch hat immer recht. Ja. Oder fast immer recht. Ja. Es ist Tradition in meinem Podcast, wenn die Zeit zu Ende geht, wie das gerade der Fall ist. Leider Gottes immer viel zu schnell. Noch ein paar Worte an die da draußen zu richten. Was gibst du den Zuhörern von Halbzeitgedanken mit auf den Weg? Egal was ist, egal wie schlimm es ist, geht immer weiter. Nicht unterkriegen lassen. Abwarten. Beste das. Gibt es eine Anlaufstelle für Kleinwüchsige, wenn es da Probleme gibt? Gibt es da irgendjemanden, der die Gruppe der Kleinwüchsigen auffängt? Da gibt es in Hamburg Vereine, zwei Vereine. Also kann man sich im Internet schlau machen, ja, und dann kann man schauen, da hast du da auch Kontakt zu? Ja. Ja, und da wird auch, geht man auch ganz normal. Ja, die haben auch Gruppen, wenn Eltern Kleinwüchsige sind, kriegen meistens dann große Eltern oder viele. Öfters zumindest. Dann machen die Elterngruppen und. Also, um das nochmal aufzugreifen, nicht unterkriegen lassen. Ja. Immer geradeaus gucken. Ja. Und ja, so sein, wie man ist. Nicht verstellen und nichts. Nicht verbiegen lassen. Nicht verbiegen lassen. Peter, vielen Dank, dass du da warst, du dir Zeit genommen hast für Halbzeitgedanken. Ich bin auch sehr beeindruckt von dir und fand's toll, dass du hierher gekommen bist. Wenn ihr Fragen habt zu dem Thema Kleinwuchs, einfach an mail@halbzeitgedanken.de schreiben. Ich würde das dann auch weiterleiten an dich, wenn irgendwas ist. Ja. Und wenn ihr auch einmal Gast in meiner Sendung sein wollt, dann schreibt mir unter mail@halbzeitgedanken.de. Bis dahin, bleibt gesund und munter. Tschüss, euer Frank.